Die Streamerin Amaya Juli suhlt sich gerade in ihrem Selbstmitleid und schlägt wild um sich. Doch wer ist Amaya eigentlich? Um dem auf den Grund zu gehen, schauen wir uns einen alten Ausschnitt von ihr, beziehungsweise einen Ausschnitt, der etwas mehr als ein Jahr alt ist, in dem Podcast Brotfunk an, wo sie damals zu Gast war. Sie äußert sich hier zur Biologin Marie-Louise Vollbrecht. Explizit als wirklich transphob. Die ist nicht einfach nur kritisch, sondern du sagst da, ja. Also du siehst da die volle. Ja, und ich bin mir, da gab es jetzt, ne, von dem radikalen Demokraten die Aussage, dass die Luise Vollbrecht transidente Menschen tot sehen möchte. Mhm. Ne, und ich würde jetzt nicht unbedingt sagen, dass sie jetzt plädiert, die alle umzubringen, aber ich bin mir sicher, dass Luise Vollbrecht sehr, sehr glücklich wäre, wenn wir am nächsten Morgen einfach nicht mehr aufwachen. Ne? Also ich gehe mit bei der Aussage. Und hier ist jetzt, das ist ein gutes Beispiel, dass du Sinan sagst. Ne? Weil Sinan ist nämlich drauf reingefallen. Und das sieht man in seinem Video, er nimmt nicht... Es heißt Sinan, Amaya. Sinan mit scharfem S. Das regt dich auf. Nein, aber Sinan regt, aber es regt Sinan immer auf, deswegen sag ich's. Nein, aber sie hat ja gerade gesagt, Nein, natürlich. Ja, klar, ja. Marie-Louise Vollbrecht. Also, weil das ist so dumm. Ich weiß gar nicht, was ich dazu sagen soll. Warum sollte man sowas wünschen jemanden? So, den man nicht mal kennt. Das ist ja Quatsch. Es ist unfassbar. Es ist einfach das Unterstellen des bösartigsten Möglichen, um den anderen maximal zu diskreditieren. Also, sowas geht gar nicht. Das ist so eine Walker-Strategie der Diskurszerstörung. Das hatte unsere liebe Amaya schon damals drauf. Und jetzt ihre... Ja, neuesten, mitleiderregendsten Szenen an. Wollen wir die ganzen 2 Minuten gucken? Ja, ich wollte nur ganz kurz sagen, es ist ja so, dass sie sich wohl jetzt irgendwie von diesem Seth Van Doom, die waren ja da in einer polyamorösen Beziehung irgendwie, und sich getrennt haben irgendwie. Und jetzt und sie scheinen nachtragend zu sein. Das wusste ich gar nicht, dass sie scheinen nachtragend zu sein. Aber ich lasse mich jetzt überraschen, also ich habe das nur so gemunkelt gehört, aber jetzt bin ich auch mal gespannt. Wie gesagt, das wusste ich gar nicht. Ich habe den Clip hier nur gesehen und fand das furchtbar witzig. Ich glaube, viele von euch gucken ja Mobs. Oh, das ist ein bisschen laut, glaube ich. Das ist wirklich, wirklich, das finde ich wirklich vollkommen, also was Amaya schon damals veranstaltet hat und was man ihr da hat durchgehen lassen, schon vollkommen drüber. Jetzt schauen wir uns mal an, wie sie sich heute äußert, beziehungsweise was für Einstellungen sie heute zu anderen Leuten hat. Center auch. Und ich hab Mobs Ente, also ist ja primär Seth eigentlich, super gepusht. Ne, ich hab ja jeden Feierabend habe ich da hingeradet. Und das hat mich unglaublich viele Zahlen gekostet. Weil ganz, ganz viele Leute, die hier eigentlich zuschauen, schauen jetzt primär eher dazu. Und die haben innerhalb von 6 Monaten mehr FollowerInnen und eine bessere Durchschnittszuschauerschaft als ich. Und wenn du dir die Reactions anschaust, die Seth macht, wenn er sich Videos anguckt, der sitzt da, guckt sich das an, liest hin und wieder mal eine Chatnachricht vor, raucht, und dann ist das Video irgendwann durch. Das sind seine Reactions. Also für den Reaction-Content könnt ihr Mobs Ente nicht schauen. Wirklich nicht. Also das ist es, glaube ich, nicht. Und ich mache auch, keine Ahnung, also wenn ich mir jetzt die anderen Trans-CreatorInnen angucke, ne, wenn ich jetzt Lilly Schote und Finessi und Thunderrock, bei denen sind die Zahlen halt auch richtig durch die Decke gegangen, ne? Aber apropos durch die Decke gehende Zahlen, Dankeschön für das Abonnement. Aus irgendeinem Grund, und ich weiß nicht warum, meinen die mich. Na, und das ist nicht nur so ein Fühli, nee, die meinten mich. Aktiv. Und ich habe jetzt auch schon aus mehreren Ecken Schlechtes über mich gehört, von dem ich überhaupt nicht weiß, woher das kommt. Ist heute wegen anderer Gründe? Nein, absolut nicht. Aber da kannst du wenigstens hin und wieder noch stempeln, weißt du? Was die Antwort war, wir meinen jetzt rausgefunden zu haben, dass mir der Support aus der queeren Bubble fehlt.
Wie Amaya andere Leute aus der queeren Bubble supportet, das schauen wir uns, glaube ich, mal jetzt an. Ich meine, sie hat ja in der Vergangenheit Schlechtes über sich gehört. Ich habe keine Ahnung, woher das kommen könnte. Vielleicht, weil sie anderen Menschen unterstellen würde, dass diese bestimmte Menschengruppen tot sehen wollten, obwohl es dafür keinen Hinweis gibt und Amaya sich das literally ausgedacht hat. Aber sie hat Schlechtes über sich gehört. Und ihr fehlt der Support aus der Trans-Community. Schauen wir mal an, wie Amaya mit anderen Trans-Streamerinnen wie Lexi umgeht. Na, wie Lexi? Lexi hat keine normale Meinung zum Trans-Thema. Lexi ist ein Token. Lexi ist transfeindlich. Lexi ist eine TERF. Lexi kann die Fresse halten. Mal wie Lexi. Lexi. Es ist unfassbar. Es ist unfassbar. Ja, wenn ich meine Meinung habe, der kann die Fresse halten. Aber mir fehlt der Support aus der Trans-Community. Deswegen beleidige ich andere Trans-Menschen mal eben aus TERFs, Tokens oder sonst irgendwelche unappetitlichen Begriffe. Ist das nicht ein Widerspruch? Sie sagen ja, wenn man jemanden, der sich als trans identifiziert, nicht als trans, sondern zum Beispiel als irgendwas anderes bezeichnet, ihr die Identität abspricht, macht sie das nicht, wenn sie Token sagt zu jemandem? Ist das nicht auch ein Abspruch von der Identität? Nein, sie ist die Gute, sie darf das. Und wer entscheidet, darf jetzt die eine Transperson über die andere irgendwie deren Existenz absprechen? Das geht dann irgendwie? Und Token, ist das nicht generell menschenfeindlich? Ist Token nicht auch dieser Typ aus South Park, dieser Schwarze da? Das ist doch... Also, ja, der heißt, glaube ich, deswegen doch, Token, weil die sich über diesen Begriff lustig machen wollten. Und ist das nicht total abwertend und entmenschlichen und was weiß ich was? Nein, das sind die Guten, die diesen Begriff verwenden. Also das werden wir auch bei Nightland gleich noch sehen. Die Guten, die dürfen das. Es gibt nämlich Woke-Ideologen, die suchen sich dann betroffenen Verbände, also Verbände, die genau das sagen, was die Wokisten sagen, und sagen dann, okay, wenn die irgendwas sagen, dann, also das, was unserer Ideologie entspricht, dann schließen wir halt alle Betroffenen, die dieser Meinung nicht sind, aus dem Diskurs aus und diffamieren die als Token. Genau, das ist halt, also das ist unmöglich. Also das haben die doch auch gemacht. Nur mal kurz, Hugo, also für die jetzt wieder auf YouTube gucken, gestern gab es einen Talk zwischen Hugo und Neitern, den haben wir ja sicherlich alle geschaut. Und da hat er ja auch gesagt, du sprichst denen die Identität ab, ne? Dazu kommen wir gleich. Okay, alles klar, gut.